gibt ein Bruder, hat die Moschee gelassen für ein paar Jahre. Und war einer von uns, mein bester Bruder, plötzlich habe ich ihn getroffen auf der Straße. Ich habe ihm gesagt, Bruder, warum du kommst nicht mehr? Schaut ihr mal, was ist seine Antwort. Wir haben in unserer Moschee, in IKZ Bremen, einen Bruder hat Probleme mit Hören, hat Schwierigkeiten mit Hören. Und dann der Bruder ist zwei, dreimal in die Moschee reingekommen und macht Salam für diesen Bruder und der Bruder von Ahle Sunna mit Bart. Aber er hört ihn nicht. Und viele Leute von IKZ bis jetzt, die wissen nicht, dass dieser Bruder seit 20 Jahren IKZ Bremen, das hat Probleme mit Hören. Du kommst ihm, sagst Salamu alaikum, er hört dich nicht. Du denkst, das hat schlechte Benehmen. Und dann dieser Junge, Wallahi, hat die Moschee gelassen wegen dieser Sache. Ach, ich frag mal. Und dann ich habe gesagt, wegen X, ich habe gesagt, Bruder, X hört nicht gut. Deswegen, du sollst schreien, einmal, zweimal, oder du gehst neben ihm und dann du redest. Das heißt, guck mal, du hast eine Geschichte gebaut, von was? Von deinem Traum. Und Shaitan hat sehr gut gespielt. Und dann, du findest für dich einen Grund, damit du guckst, kommst nicht in die Moschee. Stellst du vor, wir sind nicht getroffen, wir haben nicht darüber gesprochen, was willst du sagen für Allah subhanahu wa ta'ala?